Es war heute Morgen um 9, als die Berliner Polizei die Aktion per Twitter bekannt gab. 200 ihrer Einsatzkräfte durchsuchen seit 7 Uhr im ganzen Stadtgebiet Räumlichkeiten, um dem Verdacht von Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests nachzugehen, die für die Bürger kostenlos angeboten werden. Über 50 Tatverdächtige gebe es, sagt der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Martin Steltner dazu. Überprüft würden nun über 150 verschiedene Orte, hauptsächlich in Berlin, die mit diesen Personen in Verbindung stünden, auch Privaträume. Hier geht es ja auch um den Nachweis, was ist konkret abgerechnet worden, was ist bestellt worden, da sind Unterlagen abzugleichen. Da haben wir jetzt durchsucht, beziehungsweise durchsuchen noch, um Beweismittel zu bekommen und zu sehen, inwieweit sich diese Verdachtsmomente konkretisieren lassen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, dann nun genau nachzuvollziehen, dass und das ist abgerechnet worden und was ist denn nun konkret durchgeführt worden, was ist konkret gemacht worden, wie viele Tests sind durchgeführt worden. Da gibt es verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen und da können wir auch nicht vorhersagen, wie das ausgehen wird. Die Ermittlungen gingen zurück auf erste Erkenntnisse aus dem Frühjahr, als im Stadtteil Neukölln Auffälligkeiten rund um Schnelltesteinrichtungen die Behörden auf den Plan riefen. Damals gab es auch Vermutungen, es könne dabei um kriminelle Geschäfte aus dem Clan-Milieu gehen. Den Kreis der Verdächtigen skizziert Martin Steltner inzwischen aber viel größer. Es gab erste Hinweise, die in dieses Milieu deuteten, in Berlin-Neukölln. Dort nahm das dann seinen Anfang, aber wir haben schnell festgestellt, dass es nicht auf dieses Milieu beschränkt ist, sondern milieuübergreifend, bezirksübergreifend verschiedenste Milieus betroffen sind, Leute betroffen sind, die eben glaubten, auf diese Weise schnell Geld verdienen zu können. Die heutigen Durchsuchungen in Berlin basieren laut Martin Steltner auf eigenen Recherchen der Berliner Behörden. Vor allem Plausibilitätskontrollen, die vielfach den Verdacht nahelegten, es wurden Tests in Rechnung gestellt, die in Wirklichkeit nie durchgeführt wurden. Die Verdachtsmomente gibt es ja schon eine ganze Weile. Das ist ja auch naheliegend, dass es zu solchen Taten kommen könnte. Wir müssen einfach gucken, wie weit es da zu Straftaten gekommen ist. Auch das steht ja nicht fest. Das müssen wir erstmal durch mühselige Kleinarbeit feststellen. Es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen, aber im Grunde geht es darum, es gibt ja staatliches Geld für jeden Test. Und wenn ich beispielsweise für 100 Tests, die ich durchgeführt haben will, kassiere und dann praktisch nur 20 Tests durchgeführt habe, dann liegt da ein Abrechnungsbetrug. Ob das dann auch der Fall ist, das müssen wir in jedem Einzelfall nachweisen. Um welche Schadenssumme es insgesamt geht, dazu wollte Martin Steltner keine Angaben machen. Bis Juni gab es für Anbieter von kostenlosen Antigentests für die Bürger jedenfalls bis zu 18 Euro vom Staat pro durchgeführtem Test. Dabei musste noch nicht mal der Einkauf solcher Tests nachgewiesen werden. Alle Verdächtigungen heute orientieren sich noch an der alten Rechtslage, die den Betreibern von Testzentren große Freiräume ließ und fast keine Kontrollen vorsah. Und offenbar viele zum Missbrauch einlud, wie Medienrecherchen zeigten. Seit dem 1. Juli gilt deshalb nun die neue Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die vor allem die kassenärztlichen Vereinigungen zur Kontrollinstanz für die Testzentren macht. Ob jene Testzentren, die heute durchsucht wurden, schließen mussten, bleibt unklar. Eine Lücke reißen sie sicher nicht. In Berlin gibt es derzeit über 1200 sogenannte To-Go-Testzentren. Wer will, wird also problemlos eine Alternative finden.